Und herzlich willkommen hier auf Top29 TV mit mir, der Koch. Ja, wir starten heute ein neues Projekt, was uns spontan so durch den Kopf geschossen ist, was wir schon seit längerem vorhatten oder mal seit Jahren schon mal geplant hatten, aber nie so die Möglichkeiten hatten, das umzusetzen. Wir wollen es jetzt versuchen umzusetzen. Und zwar ist es eine alte Geschichte von der Agrargenossenschaft Mayenburg. LS15. 2015 wollten wir eine Agrargenossenschaft bilden, auf einer Karte von mehreren Spielern, die zusammen spielen. Jeder bewirtschaftet einen kleinen Hof. Und es gibt eine Genossenschaft, wo Großgeräte gemietet werden können oder wo dann halt die Gemeinschaft da ist, wo dann auch eingekauft werden kann, etc. Dieses wollen wir anfangen umzusetzen in kleineren Rahmen. Jetzt erstmal auf der Maypole Map, wo wir jetzt drauf sind. Und ja, wir haben das mal soweit eingerichtet. Wir gehen mal, ohne lange zu reden, auf die Map. Das ist die Map. Könnt ihr euch downloaden. Download-Link stelle ich euch mit drunter. Das ist die Map, lauter kleine bis mittlere Felder. 7 verschiedene Höfe. Ihr seht, es ist auch schon ein bisschen was los. Wir spielen das im Multiplayer. Hier auf Feld 124 ist jemand schon drauf. Werden die Leute dann nachher auch nach und nach dann kennenlernen. Hier auf bei Feld 99 rum ist jemand da. Hier oben ist auch jemand da. Hier zwischen 58, 59, 57 kommt noch jemand. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mich hier unten nieder. Auf bei 22, 24 und sowas. Das wird ein YouTube-Mehrspieler-Einzelspieler-Projekt. Es wird auf dem Server laufen. Ich werde entweder alleine aufnehmen, je nachdem wie mir die Zeit passt, wenn jemand da ist, wenn wir mit demjenigen zusammen aufnehmen oder halt doch mal ganzen Abend aufnehmen. Ziel ist es hier, Spaß zu haben in allererster Linie und das werden wir hoffentlich auch erreichen. Wir haben uns die Maple ausgesucht, weil sie einen sehr schönen Charme hat. Sie hat sehr viele Hecken verbaut, weil das so auch die Landschaft hergibt. Aber wir werden jetzt gar nicht so viel von der Karte gucken und uns einfach mal reinstürzen. Ich bin jetzt noch hier auf dem Gelände der Genossenschaft. Das ist das Genossenschaftsgelände. Das ist die BGR. Das ist die große hier verbaut schon. Wir haben gesagt, diese geben wir jetzt nicht raus als normales Gebiet, weil ja, das wäre für 82.000 Euro zu kaufen. Und ja, das normale BGR, die kostet im Spiel 1,2 Millionen als platzierbares Objekt. Mehr ein bisschen Fälle. So anfangen. Dann haben wir gesagt, das machen wir als Genossenschaftsobjekt. Hier stehen zwei Drescher, die können sich die Genossenschaftsmitglieder ausleihen. Die Genossenschaft kümmert sich um die Wartung etc. Somit bleiben die Anfangskosten für die Höfe sehr gering. Das aus den Großmaschinen sollen über die Genossenschaft laufen. Das für jeden, dass die nicht tausendmal angeschafft werden müssen. Und später soll die Genossenschaft dann über die BGA auch dann Gewinn machen. Ihr seht jetzt hier noch einen Kontostand für 650.000 Euro. Das sollte, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe, meiner sein. Genau, wir haben hier die Höfe. Hier seht ihr die Genossenschaft Maypool. Dann hier die Acme. A Company. Ich habe das schon wieder vergessen. Das ist der Undom. Den kennen wir später irgendwann mal kennen noch. Hier Monk Incorporated. Dann LPG Bully. LNs Diablo. Wir fangen an mit einem Startkapital von 500.000 Euro. Kreditlimits sind dann bis maximal 500.000 Euro. Aber es ist schon ein Kredit von 200.000 drin. Also maximal 800.000 Euro Startkapital mit Kredit allen drum und dran. Ich habe hier schon mal meinen Hof gekauft. 650.000 Euro habe ich noch. Die werden sollen jetzt natürlich klug angelegt sein. Wir spielen auf Schwierigkeitsgrad. Jetzt lass mich lügen. Normal. Genau, normal. Ich sehe das jetzt natürlich nicht in den Einstellungen hier, weil ich jetzt nicht als Admin eingeloggt bin. Wir spielen auf normal. Flügen ist an. Seasons Mod ist aus. Wir spielen ohne Lesesteine, ohne Unkraut, mit Kalk, mit Flügen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen. Optisch haben wir uns den September mal ausgesucht. Das kann man aber nachträglich nochmal irgendwann anpassen. Sollte eigentlich dann auch funktionieren. Jetzt ist es dran. Noch kurz Erklärung. Die Genossenschaft. Der Genossenschaft gehört das gesamte Gebiet. Ihr seht, die Genossenschaft gehört
alle Grundstücke. Dadurch finanziert sich die Genossenschaft. Die kleinen Bauern, also wir, die im Spieler, kaufen der Genossenschaft die Grundstücke ab. Die haben verschiedene Preise. Sieht man unten, 91.000 Euro, 1,52 Hektar. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, der Dom hat jetzt schon ein 2,1 Hektar großes. Mit 126.000 Euro kostet das ETC. Mainz hat 118.000 Euro gekostet. 1,9 Hektar der Hof. In verschiedenen Arten. Jeder Hof ist an sich grundsätzlich von der Machart erstmal gleich. Verschiedene Größe, verschiedenen Hintergrund. Die Spieler kaufen Grundstücke der Genossenschaft ab. Somit verhindern wir die Heuschreckentaktik, also von Feld zu Feld ziehen, abernten erstmal und Geld verdienen. Weil das Grundstück kann man ja für denselben Wert wieder verkaufen, egal was drauf war oder nicht. So haben wir eine gute Übersicht. Es wird sich mit dem erstmal zufrieden geben, was ist, weil die Genossenschaft verwalte ich im Hintergrund noch nebenbei, dass die Leute kommen müssen. Hier, du, ich möchte kein Grundstück kaufen. Das geht nicht so einfach mal. Pop, 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 pop. Das ist nicht einer, der jetzt dauerhaft spielt, sich die ganze Karte einverleiben kann. Wo wir ein bisschen Kontrolle drin haben und das auch ein bisschen umsetzen. So sieht das aktuelle Wetter aus. Ah, wir haben August eingestellt. Okay, Lager sind leer. Verkaufseinheiten seht ihr. Also die Kenner von euch, die wissen jetzt, aha, alles klar, normaler Spielstand. Ich habe auf meinem Hof einen Hühnerstall bis jetzt drinne. Die Hühnerställe sind, oder teilweise sind die Tierställe schon verbaut auf den Höfen, müssen mit gekauft werden, um Funktionen zu erzeugen, können aber nicht verkauft werden. Also so bleibt der Charme der Karte erhalten und wird nicht ewig umgebaut. Haben wir genug geredet? Ja, ich hoffe, ihr seid angekommen. Lasst mir eure Kommentare da, was ihr davon haltet. Plus, minus, etc. Ja. Für alle, die jetzt noch interessiert, dass der Playtest KI-Helfer, den werde ich jetzt auslaufen lassen. Wenn jetzt noch einige Folgen kommen, werde ich ihn dann irgendwann auslaufen lassen. Gibt auch keine Schlussfolge. Das hat sich damit erstmal erledigt, weil es entwickelt sich so schnell, so schnell. Es sind drei neue Versionen draußen. Da sind die Videos von mir immer noch drei Versionen hinten dran, weil sie natürlich vorproduzieren muss. Warum lassen wir das erstmal so an sich? Da gibt es ein paar gute Kollegen, die machen das auch. Ich konzentriere mich jetzt auf diesen Playtest, weil das auch unser Multiplayer-Spiel ist. Und wir fangen an. So, wir wollen unser Land noch fertig kaufen. Ich habe mich von der Genossenschaft noch beantragt, hier Feld 21 zu kaufen. Das werden wir kaufen. Und Feld 25. So, um kurz mir einen Überblick zu verschaffen oder euch auch, werden wir mal meinen Hof besuchen. Blablabla. Bin ich da. So sieht mein Hof aus. Hier ist mein Silo, normales Silo. Um das zu zeigen, auf der Karte können wir nicht alles verkaufen. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil, man kann nicht einfach mal so irgendwas setzen. Vorteil ist, der Charme, wie gesagt, der Charme der Karte bleibt erhalten. Ihr seht, das ist mein Hof. Der Kuhstall hier, der muss mit diesem Feld gekauft werden. Das ist eine ganze große Kuhweide. Ich bin noch am Erörtern oder am Herausfinden, ob dann die Kuhweide genutzt werden kann. Weil die Kuhweide, sieht man selber, ist hier so eingezeichnet, aber die Kühe stehen auch hier draußen. Getestet. Hier drüben ist eine Schafkoppel. Schafe stehen hier draußen. Könnte man durch die Hecke durch, dann etc. gibt es jetzt noch nicht so die Möglichkeiten, um da jetzt ein Tor zu bauen oder so. Dementsprechend auch das Ganze nutzen. Aber das finden wir jetzt heraus dann. Hier haben wir einen Hühnerstall, der gehört mir schon. Zwei, drei Sachen hier, die gehören mir noch nicht. Schützguthalle, die kann ich schon nutzen. Weil auf der Karte würde man jetzt sehen, dass es nicht geht. Hier ist ein Lager verbaut, ein Hochsilo. Farmer 800, 100. Wir benennen das Ganze mal um nachher. Ihr seht, ich kann es auch nicht verkaufen, auch wenn es einen Wert hat. Ich kann auch das Fahrsilo nicht verkaufen und somit bleibt der Charme erhalten. Jeder hat eine Kalkstation bei sich auf dem Hof, um solche Fahrten einfach dann zu erleichtern. So, hier ist eine Pferdekoppel. Das ist genauso dieselbe Funktion wie auch bei den bei den Schafen und bei den Viechern, bei den Kühen und Schafe, genau. Meine Felder, die ich jetzt gekauft habe, ist hier das Feld 25. Relativ großes schon. Möchte ich drauf anbauen. Da ist jetzt noch Baumwolle drauf. Die müssen wir nachher dann irgendwie unterpflügen und gucken. Und ich habe gekauft Feld 21. Das ist dieses hier.
Das werde ich dann nachher abernten. Und da möchte ich mir dann eine kleine Grundlage schaffen an Einnahmen. Wir haben jetzt auch schon einige Spielstände mal durch und habe mir so einen Weg überlegt. Ich werde mir ein paar Gewächshäuser setzen, das ist die einfachste Einnahme. Sie kosten 10.000 Euro in der größten Version und brauchen nur Wasser. Und es kommt Zeug raus. Wir haben hier Mods drin, Autoload, das werdet ihr nachher dann mit der Zeit auch sehen, was wir drin haben. Scriptmäßig habe ich hier den Enhanced Vehicle drin als GPS. Habe auch den Autodrive mit drauf, um den Leuten, die gerne Autodrive nutzen möchten, auch die Möglichkeit zu geben, sich damit zu beschäftigen und dann auch warm zu werden. Muss sagen, die Karte ist jetzt nicht die optimale Karte für Autodrive, aber wir schauen mal, was bei rauskommt. Vorab, der Helfer, der Standardhelfer von A nach B fahren, funktioniert hier auf der Karte nicht, ist nichts verbaut. Ja, also Autodrive macht dort Sinn dann. Hier in der Gegend habt ihr den Händler, also relativ zentral gelegen und es ist eine normale Karte. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung drin. Daran werden wir mal anfangen. Als allererstes brauche ich einen, jetzt muss ich überlegen, Traktor mit einem Anhänger. Jetzt stellt sich natürlich die ganz große Frage, was nehmen wir für einen Traktor? Wenn wir hier mehrere zur Auswahl seht, wir haben auch Mod-Traktoren drin, Lindner-Trakt, etc. Und auch das Staramax. Paket haben wir mit drin, was jetzt im Mod-Hub drin ist. Was hat der jetzt? 105 PS. Das ist natürlich die Frage, reicht das zu Anfang? Weil ich möchte ja auch flügen, etc. Und möchte auch vorwärts kommen, weil wir haben keine Ebene-Karte. Ich habe mir noch den Rigi-Truck in Augenschein, weil den kenne ich persönlich, weil der fährt bei mir hier auf dem Hof rum, wo ich wohne. Ist eine ganz coole Sache eigentlich. Also das ist original. So, aber ich hatte mir als Hoffarbe, habe ich jetzt so ein bisschen mich auf Grau festgesetzt. Möchte gerne Grau haben. Wenn, dann würde ich den so nehmen. Frontlader am Pro brauchen wir noch nicht. So wäre der dann. So, ich stelle euch nochmal kurz meinen Hof gucken. Ich habe mir einen Namen eingetragen. Biohof MBH. Gut. Werden wir mal gucken. Hier ist noch der kleine Elektriker, das ist der Originale. Ne? 80 Kilowatt, 68 PS. Gibt es den auch in einer größeren Version? Nee, glaube nicht. Gibt es nicht, gut. Ein paar schöne kleine Traktoren dabei. 95 schon. Die sind noch gar nicht so teuer. Zeto bis 117 PS. Mich würde interessieren, ob ich nicht mit so einem anfangen soll. Wie fährt der? 100 PS hat der. Der Ezeki. Der hat dann 95 PS. Wir kommen her dann schon wieder in eine Preisklasse rein. 80.000 hatte ich gesagt, glaube ich, kostet der Rigi. 82.000 rum. Und der würde ich auch bleiben. Also gerne bleiben wollen. Der Steyr ist auch nicht schlecht. Der 135 PS. Und New Holland ist mir fast schon wieder zu teuer. Der Zeto sieht auch nicht schlecht aus. Ja. 136 PS. Ich glaube, mit dem könnten wir eigentlich schon ganz gut was machen, oder? Jetzt schon Breitreifen 136 PS, manuelle Lastschaltung. Frontlader können wir auch anbauen. So, hier sind noch die Elm Creek Kennzeichen verbaut, okay. Vorne und hinten. Und 29.
Das nehme ich jetzt erstmal als Nummernschild. Ich werde grau behalten als meine Erkennungsfarbe. Leider ist mein Hof nicht so. Aber ja. 101.000. Kontostand 305.000 haben wir noch. 102.000 über. Sollte funktionieren. So. Wenn wir den holen, oder? Aber das nehmen wir in der nächsten Folge. Ich werde den wahrscheinlich kaufen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Abo wäre auch natürlich toll. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Von der Agrargenossenschaft Maypool. Das Projekt allgemein, was ihr davon haltet. Und wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, dort mitzuspielen, meldet euch. Macht einen kleinen Text fertig, warum ihr gerade mitspielen wollt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wartet einen Moment. Lasst euch ein bisschen auf den Charme ein, den wir mit reinbringen. Aber ihr könnt euch gerne melden. Einfach in die Kommentare drunter. Ich lese eigentlich alle. Ja, so viel sind es ja noch nicht. Und haut's voll. Also, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.